Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute war ganz was Innovatives. Wir vergleichen Kocher. Haben wir ja noch nie gemacht. und zwar folgendes. Dieses Video steht jetzt so quasi unter dem Stern des, kann man das nicht auch selber machen? Das ist ja durchaus auch ein valider Ansatz in vielen Bereichen der Outdoor-Ausrüstung, dass man da vieles theoretisch eben sehr wohl und auch praktisch selber machen kann. Und wer das gerne tut, der ist da auch sehr gut mit beraten, das dann eben entsprechend zu machen. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so der große Bastelfreund. Dementsprechend, für mich selber ist das, es macht mir nicht besonders viel Spaß, sage ich jetzt mal. Wenige Ausnahmen ausgenommen. Ich habe ja tatsächlich mal angefangen, meinen eigenen Krempel zu nähen. Ein bisschen was. Das sieht zwar alles kacke aus, aber das hat doch so wirklich Spaß gemacht und funktioniert. Und in die Richtung mache ich bestimmt auch mal was weiter. Ja? Aber irgendwie arbeiten mit Blech, mit Dosen, mit Kocher letztendlich, die man mehr oder weniger aus Blech und Dosen und ähnlichen Alternativen herstellt, das ist nicht so meins. Dankenswerterweise ist das aber auch gar nicht notwendig, weil ich habe ja Zuschauer und Leute, die mich mit entsprechenden Beispielmaterialien versorgen. So, fangen wir mal an mit Erklären. Man kennt ja schon, ja, also wer mal irgendein Kochervergleichsvideo von mir gesehen hat, dieses Setup hier, dieses Drahtdingelchen als Topständer, damit der Topf dann hier entsprechend drüber steht. Und das ist immer noch der Torx-Siphon. Das ist im Prinzip die Titandose, in die man Spiritus füllt. Dann ist die hohlwandig. Hier oben hat es am Rand lauter kleine Löchlein. Unten hat es einen Rand. Der Rand ist nicht ganz hochgezogen, sondern unten halt eben gibt es auch wieder Löcher. Und dann hat sie eben diese kleinen Jets. Und aus diesen kleinen Jets kommen dann die Flammen raus. Sehen wir gleich. Ja? Also wer das wirklich noch nicht gesehen hat. Das ist so das Standardding. Der hat viele Freunde, dieser Kocher. Den haben auch wirklich viele. Und es gibt über den eigentlich wenig Negatives zu sagen. Auch preislich ist er dadurch, dass er aus Titan ist und im Grunde unzerstörbar ist. Der kann nicht kaputt gehen. Was willst du da kaputt machen? Finde ich, ist das alles völlig in Ordnung mit dem Ding. So, den kann man sich kaufen. Hat man den, dann ist man glücklich und zufrieden. Passt. So. Oder man kauft ihn sich vorzugsweise nicht oder man macht das, baut sich trotzdem auch noch mal selber, obwohl man ihn sich gekauft hat, das geht natürlich auch. Und, oder beziehungsweise man erweitert ihn noch durch Selbstbauvarianten. Ja? Und eine Möglichkeit wäre schlicht und ergreifend, das habe ich mal geschenkt bekommen, herzlichen Dank an dieser Stelle, jetzt kommt es endlich mal zum Einsatz, diese halbe Konservendose. Ne? Könnte zum Beispiel eine Ravioli-Dose oder ähnliches sein. Es ist einfach ein Windschutz, der nichts kostet, der eben den Torx um den Windschutz ergänzt. Den stellt man so nur einfach rein. Ne? Simpel. Und man kann auch gleich einen Topfständer draus machen mit zwei Gegenständen, die man möglicherweise sowieso dabei hat, je nachdem, was man draußen vorhat, nämlich zwei solchen einfachen Heringen. So, und die schiebt man dann durch die dafür vorgesehenen Löchlein. Zack, zack. Am besten vorher noch den Brenner reinstellen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Und dann kann man da eine entsprechende Tasse draufpacken. Und ja, der Windschutzeffekt ist schon auf jeden Fall gut. Und Luftzufuhr dürfte durch die diversen Löcher, die dieses Ding hat, eigentlich auch gerecht gegeben sein. Vermute ich zumindest. Werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ja? Halbe Konservendose, die wiegt auch nicht viel. Für die allermeisten Leute wird das quasi so sein, dass die gar nichts wiegt. So, jetzt ist die Frage, wie verstaue ich denn das? Das ist doch voll groß. Das stört mich doch total im Rucksack. Aber tatsächlich passt das. Ja, wenn da nicht noch diese Griffgeschichte dran wäre, passt das fast ineinander. Wer eine Tasse hat, die ein ganz kleines bisschen kleiner ist vom Durchmesser, man kann sich das ja dann eine entsprechende Tasse besorgen, wenn man sowas gerne benutzen möchte. Oder man hat halt wirklich nur eine Tasse und nicht einen relativ großen Pott, dann passt das auch problemlos ineinander. Scheppert natürlich, dann steckt man noch ein Taschentuch dazu oder noch irgendeinen kleinen Topflappen oder irgendwie sowas in die Richtung und dann hat sich das Problem erledigt. Ja, also das vom Verstauen her ist das schon eigentlich ganz cool. Dann kann man, da man den Torx ja selber dann auch noch in die entsprechende Tasse tun kann und dann hat man das alles in einem System und hat noch Platz für ein kleines Fläschchen mit Spiritus und so weiter und so fort. Ne? Also für die Leute, die das toll finden, wenn man alles ineinander
verschachtelt, dann sei das eine Möglichkeit. Dazu habe ich noch diesen Deckel bekommen übrigens. Das ist ein Torx-Losch-Deckel, weil das Problem ist, wenn man das Ding mal angezündet hat und das brennt, dann muss man es auspusten, wenn man es aushaben möchte. Da gibt es natürlich noch diverse andere Möglichkeiten, es auszubekommen. Inzwischen mache ich Folgendes. Ich nehme einfach, wenn ich es den normalen Topfhalter verwende, so in dieser Form, und das Ding brennt jetzt, dann gehe ich hin mit irgendwas, schmeiß den um und setz meinen Topf, meine Tasse, was auch immer, einfach direkt da drauf und dann erstickt der auch. Trotzdem, wer es ein bisschen fancier haben mag und zugegeben cooler ist der Deckel hier, ja, der hat dann hier einen entsprechenden Löschdeckel, den wurde mir also auch mitgeschenkt, ist auch selbst gebaut, quasi ein gefühltes Mensch-ärger-dich-nicht-Männchen auf so einem Deckel mit einem Schräubchen. Das ist wohl irgendeine Salbendose, glaube ich, gewesen und oder weiß ich nicht, was für eine Dose. Und dann einfach dieses Ding da noch drauf geschraubt. Cool, vielen Dank auch für den Deckel. So, und jetzt die ganz Selbstbau-Variante. Hier ist ja im Grunde nur der Windschutz und der Deckel improvisiert. Besteht aus sowas. Das ist jetzt eine halbierte Kaffeedose, also diese kalten Kaffeegeschichten. Bauanleitung dazu gibt es beim Peter, verlinke ich euch. Also wie man das wirklich auch konkret baut. Ich kann ja sowas nicht. Ich beanspruche auch in keinster Weise irgendwie die Kompetenz, sowas selber machen zu können. Aber wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man, da sind so Knickchen. Und durch die Knickchen entstehen dann quasi so kleine Kapillaren, durch die der Spiritus nach oben steigt, weil hier unten sind dann auch wieder Öffnungen. Heißt, wenn man hier Spiritus reinkippt, dann ist das unten eben auch so gemacht, dass der in der Wand hochsteigt. Ja? Also so hier. Und oben hat es auch wieder kleine Löchlein drin. Die kann man mit einem Dremel bohren, die kann man auch mit einem einfachen Reißnagel reinstechen, hat der Peter gemeint. Und also das geht wohl wirklich mit relativ simplen Werkzeugen, sowas zu machen. Kostenpunkt 25 Cent. So, das ist nicht ganz die ganze Dose, sondern ein Teil der Dose fehlt noch. Nämlich das hier, das ist der Ring inklusive dem Aufreißer, den diese Dosen standardmäßig haben. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Nämlich, wenn man den jetzt hier wieder draufpackt, dann deckt man die Jets, also die Löcher in der Wand, deckt man damit zu. Das passt nicht perfekt, weil ich den falschen dabei habe. Ich habe zwei von diesen Dosendingern. Ja, und das ist der Deckel der anderen Dose sozusagen. Deshalb passt das jetzt nicht ganz optimal. Sonst würde das auch viel schlüssiger ineinander übergehen. Aber nichtsdestotrotz kann man damit die Jets quasi abdecken und dann brennt es nur noch aus der Hauptöffnung, aus dem großen Loch, und das gibt eine viel kleinere Flamme, und damit hat man dann ausnahmsweise mal einen regulierbaren Spiritusbrenner im Torx-Modell, ohne gleich einen Trangia mitschleppen zu müssen. Gewichtstechnisch, ich habe es nicht gewogen, aber ich würde fast behaupten, das ist noch ein Hauch leichter. Also ein ganz, ganz kleiner. Übrigens diesen Lösch- bzw. diesen Regulatordeckel, der wiegt nun wirklich gar nichts. Ne? Der wiegt ein Gramm. Den kann man auch für den regulären Torx nehmen. Zumindest theoretisch. Ich werde mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und hätte dann auf diesem Wege auch eine Selbstbaumöglichkeit, um einen der Nachteile von dem normalen Torx-Brenner auszugleichen, nämlich, dass der eben nicht regulierbar ist. Ist für manche Leute echt ein Thema. Hiermit wäre er es dann schon. Zwar nur in zwei Stufen, volle Power und Raclette-Öfchen, so in die Richtung. Oder Fondue. Fondue warm halten. So, ja, so diese Kategorie. Gut. Also das sind im Prinzip auch schon die Systeme. Wie gesagt, ich verlinke euch, wie man die Dinger hier baut. Kann ich nicht selber. Wir probieren jetzt alle dreimal aus mit 200 Milliliter Wasser. Und hinterher machen wir noch irgendwas mit dem Wasser. So, los geht's. So, das ist jetzt zugegebenerweise von der Kamera her ein bisschen weit weg. Aber ich denke, man sieht es ja trotzdem. Und im Grunde müsst ihr ja nur wissen, wie lange das jeweils braucht zum Kochen. Das ist übrigens anstrengend hier. Daher, ich hoffe, das ist in Ordnung. Man ist ja gewöhnt, guck mal, gerade bei meinen Kochervergleichgeschichten, weil ich dann immer nicht weiß, wie soll ich jetzt die Kamera hinstellen und wie nicht und was weiß ich was alles. Ja, hier kommt noch dieses Ding dann drauf und dann kommt die Eichel da noch weg. Und dann zünden wir das jetzt erstmal an. So, und dann stellen wir das da drauf und hier kommt die Uhr. Wir sehen, es gibt also eine Uhr und jetzt warten wir einfach.
Schnitt. So, wir sind jetzt bei 4 Minuten, sage und schreibe. Und ja, so langsam schon, aber man sieht, da brennt es immer schön unten durch, unterm Kocher vor. Das heißt, der Wind spielt jetzt schon eine Rolle. Der hat jetzt gerade noch mal etwas aufgefrischt und das pustet mir hier regelmäßig, ja, die Flammen quasi unter der Tasse weg. Ja, fast. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt das, was bei 5 Minuten rauskommt und brechen dann ab, weil normalerweise ist der viel schneller. Ja, also auch wenn man da noch einen Windschutz dazu nimmt, dann hat man da bei den kleinen Wassermengen das innerhalb von 2 Minuten problemlos. Problemlos. Aber einfach nur mal so als Referenz mit Wind, auch mit dem tollen, vergleichsweise tollen Torx-Brennerlein, ist das eine recht mühsame Angelegenheit. Ja. So, das waren also besagte 5 Minuten. Ich gucke da noch mal rein. Ja, ist nahezu kochend. Nahezu. Zack. Ja, und jetzt machen wir das Ganze noch aus. Dafür haben wir ja jetzt unseren Löschdeckel. Ups. Das war natürlich ein bisschen daneben. Zack. Ja, ich gebe zu, mit dem Löschdeckel ist schon ein bisschen lustiger, als wenn man jetzt das Ganze irgendwie versucht auszupusten oder sonst wie. Also nur, dass der Löschdeckel mal zum Einsatz kam. Den muss man eine Weile drauf lassen, sonst brennt das noch mal weiter, wenn man den Löschdeckel zu früh runternimmt, weil der Spiritus ist ja noch heiß und entflammt sich dann im dümmsten Fall noch mal. Sodala, zweiter Kochaufbau. Ich gehe mal davon aus, dass das hier jetzt deutlich schneller gehen wird, weil es ist im Grunde der gleiche Kocher, nur halt jetzt eben mit Windschutz, mit Selbstbau-Windschutz in dem Fall. Das gleiche kann man übrigens auch mit dem Trangia machen, ne? Also mit dem klassischen Trangia-Brenner, wer den aus irgendwelchen Gründen lieber mag als den Torx, ne? Kann man schon, klassischer ist er und so vom Romantikfaktor her ist natürlich spielt eine größere Rolle. Okay, Stoppuhr kommt gleich, jetzt stellen wir den erstmal drauf, zack. Er ist halt jetzt deutlich geschlossener vom System her. Deckelchen drauf und Start. So, gut, Uhr läuft. Viel zu sehen gibt es jetzt natürlich naturgemäß erstmal nicht. Da brennt jetzt auch erstmal keine Flamme raus. Das ist ja gut, ja, die Hitze soll ja auch im System bleiben und nicht wie eben gerade eben dran vorbeigepustet werden. Daher bin ich jetzt relativ optimistisch, dass wir hier jetzt normale, ja, zu erwartende Kochzeiten für 200 Milliliter Wasser bekommen. Und das wäre so irgendwas tatsächlich um die 2-2,5 Minuten. Das hängt immer so ein bisschen von der Außentemperatur, ne, ab. Und selbst wenn hier ein gewisser Windschutz gegeben ist, ein bisschen pustet es da ja trotzdem rein. Also mal gucken. Ne? Also bis gleich. Okay, wir sind jetzt bei 2 Minuten 20. Ich höre Geräusche, die so klingen, als ob, ja, Bingo, kocht. Ganz leicht zwar nur, aber kocht. Und ja, 2,20, 2,30, sowas um den Dreh. Heißt, das Vorhandensein eines Windschutzes, ich mach den Deckel nochmal drauf, ich will heißes Wasser gleich zum Verwenden. Das Vorhandensein eines Windschutzes ist halt dann schon eine deutliche Verbesserung. Das ist immer so und ja, man braucht, wenn man sich so ein kleines Torx-Kocherchen gekauft hat oder eben ein Trangia oder einen sonstigen Spirituskocher oder ist es eben die Frage, reicht vielleicht so eine Dose, das sehen wir jetzt gleich, so eine Selbstbaudose, muss man überhaupt Geld ausgeben, ne? Aber einen Windschutz zu haben, ist schon das A und O. Also das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Gerade da reicht wirklich, es ist nicht so, dass man hier wirklich im Wind sitzt, aber so ein leichtes Lüftchen reicht schon, um einem den Kochvorgang wirklich völlig zu verderben. Gerade wenn man mit Spiritus arbeitet. Ist bei Gas nicht so wichtig, ist bei Benzin nicht so wichtig, bei Spiritus sehr, 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 sehr. Gut, nächstes System. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, den jetzt auch frei in den Wind zu stellen, um zu demonstrieren, dass er ohne Windschutz ähnlich mies funktioniert wie der Torx. Das ist klar. Ja, das muss ich jetzt niemandem beweisen. Es gibt dazu einen ultraleicht, in Anführungszeichen, Ständer, den man so auch selber basteln kann. Das zeigt im Zweifelsfall auch sicherlich irgendwo der Peter von Peters Pasteleien entsprechend vor. Und funktioniert folgendermaßen, das ist auch zusammenklappbar, das Ganze, zack, zack,
besteht aus Fahrradspeichen, schlicht und ergreifend. Ja? Also das sind einfach drei Fahrradspeichen, umgebogen mit der Zange an den entsprechenden Stellen. Oder wie man das genau macht, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so eine Art dickere Alufolie, was hier die Füße an den Füßen zusammenhält. Ja? Und auch da wieder, wie gesagt, ich kann sowas nicht. Details beim Erschaffer in Erfahrung zu bringen. Klar, das würde selbstverständlich jetzt funktionieren. Ja, hier ist nur so ein kleines Teil von der Alufolie, damit man die auch schön zusammenbauen kann. Und sie dann, hoppla, macht er wahrscheinlich auch wieder irgendwas falsch, aber macht nichts, dass das dann so ein Dreibein gibt. Ne? Funktioniert, ja, das ist klar. Wie gesagt, das muss ich nicht vorzeigen. Drum machen wir jetzt Folgendes. Die 100% Selbstbaukocher-Variante, bestehend aus dem Dosenwindschutz mit der Halterung, mit den zwei Heringen sozusagen, und statt einem Torx reinzustellen, nehmen wir jetzt den da. Was ich aber auch noch auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist der Regulatorring, nenne ich ihn jetzt mal. Das machen wir dann hinterher noch mal schnell, um zu gucken, wie gut der funktioniert. Erstens mal auf dem normalen, auf dem, wo er drauf gehört, also hier. Und da kommt gleich der Ast. Das war er. Kleiner Ast macht manchmal richtig viel Lärm, wenn der den Baum runterfällt. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, das ist in andere Richtung vom Mikrofon. Und probieren den auch gleich noch mal auf dem Torx aus. Gut. Aber jetzt erstmal, ich baue alles soweit auf und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Wir entzünden, warte, haben wir die Uhr bereit. Die Uhr ist tatsächlich so gut wie startklar. Und wir entzünden. Ups. Das funktioniert genauso wie beim Standard-Torx. Der kommt auch relativ schnell. Dann beginnt das Ganze auch schon schön entsprechend zu blubbern. Und es zünden auch gleich die Jets. Ja, noch nicht hundertprozentig, aber gleich. Jetzt, nur damit ihr das gesehen habt, beim Torx kennt man das ja, bei ihm hier. Noch nicht. Noch nicht so richtig. Ja. Ja, ich benutze diese Dose jetzt, diese Dosenkonstruktion auch zum ersten Mal. Na? Also es ist nicht so schön wie beim Torx. Also jetzt jedenfalls nicht bei der Dose. Ich habe jetzt schon verschiedene dieser Dosenvarianten im Einsatz gesehen. Die hier performt jetzt nicht besonders überzeugend. Ja, das könnte jetzt einfach wirklich daran liegen, dass da bei der Herstellung eine Kleinigkeit schiefgelaufen ist. Nicht, dass ich da irgendwie meckern möchte, ich kann es auch nicht besser. Aber ja, wir machen Topfhalterchen 1. Und wo ist denn das Loch? Ah, da. Topfhalterchen 2. Upsala, nee, scheiße, jetzt habe ich das falsch rum. So. So, und jetzt das da drauf. Und jetzt ist das Problem, unsere Dosenvariante könnte fast ein bisschen zu hoch sein. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht ausgeht. Naja, noch nicht. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir starten die Uhr, machen den Deckel drauf. Und warten mal ab, ob und wenn ja, wie gut das funktioniert. Und selbst wenn die Dosenvariante zu hoch ist, na gut, dann baut man sich halt eine kleinere Dose oder man macht den Ständer höher. Das ist jetzt halt das Thema, weil ich ja jetzt als nicht der Hersteller von dem jeweiligen Zeug bin, sondern nur derjenige, der es vorzeigt. Und Variationen in der Höhe und in der Größe, das dürfte ja nun wirklich relativ simpel zu realisieren sein. Das kann dann zur Not, könnte theoretisch sogar ich würde den Rest nicht hinkriegen, ja, aber die Höhe variieren, das kann ich auch. Gut, also bis gleich. Okay, Projekt gescheitert. Tatsächlich ist die Dose, die Selbstbaudose, zu hoch und das funktioniert so nicht. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt noch den Originalständer zusätzlich zur Dose hier installiert und können da jetzt eben entsprechend den Topf wieder drauf tun und dann kriegt das Ganze auch noch Luft. Ne? Weil wenn man das, so wie jetzt eben gerade gezeigt, das scheitert. Das funktioniert gar nicht. Der geht zwar nicht aus, der Kocher, aber das dauert dann wahrscheinlich ewig, bis da heiß ist. So, also jetzt diese Variante. Dann ist da auch Platz. Hoppla, das ist jetzt noch ein bisschen Restwasser, was hier gerade zischt. Aber dann ist da auch Platz für die Flamme und dann wird das auch heiß. Und wir starten die Uhr. Zack.
und gucken mal, wie lange das jetzt so in dieser Variante braucht. Also das besteht ja jetzt 100% aus selbstgebauten Teilen, da ist nichts gekauft außer dem Topf und ja, den selber zu bauen, das könnte tatsächlich möglicherweise ein bisschen schwierig werden. Aber ein einfacher Alupot, wenn man jetzt sagt, mir macht es nichts aus, auch einen Alupot zu nehmen, den gibt es wirklich von ganz wenigen Euros. Also es ist möglich, sich ein Spiritus-Koch-Set zusammen zu basteln für ja, 25 Cent für die Dose und das Werkzeug sollte man halt daheim haben und ob man jetzt an Fahrradspeichen rankommt oder woraus man das, ob man irgendwelche Antennen von irgendwas abbiegt, wobei sie sind die nicht hohl, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das müsst ihr dann wissen oder nehmt dicke Büroklammern, weiß ich nicht, man kann es jedenfalls machen. So, jetzt sind wir bei knapp 3 Minuten, nicht ganz, 2,50, sowas um den Dreh. Und ich habe das Gefühl, ja, also wenn wir das so heiß, so quasi gerade so köchelnd nehmen, wie wir das eben bei der Torx-Variante im Windschutz gemacht haben, dann sind wir jetzt ungefähr beim gleichen Ergebnis. Also es ist ein bisschen weniger gut, das könnte jetzt damit zu erklären sein, dass es einfach Zufall ist und eine zu kleine Versuchsreihe, um hier jetzt großartig genau, exakt wissenschaftliche Messwerte zu haben. Er ist verschwunden. Ich hatte hier so ein... Ah ja, da. Genau. Das ist hier mein Topflappen in Anführungszeichen. Da. Ja. Was wir jetzt auf jeden Fall noch ausprobieren wollen, ist der Dimmerich. Den Dimmer. Und dafür müssen wir die hier jetzt wegmachen. Die sind natürlich auch heiß. Ja, also wenn man das weiß, dass da alles heiß ist, dann kann man damit auch hantieren, wenn man sich halt irgendwas nimmt, womit man das anfassen kann. So, und jetzt kommt der hier zum Einsatz. Wir haben ihn natürlich nicht getroffen. Nehmen wir ein Stöckchen. Über da. Und. So. So ungefähr so. Wie gesagt, der andere passt besser. Ja, also die Flamme wird schon kleiner, bilde ich mir ein. Und das würde dann die Brennerleistung schon ein wenig reduzieren. Also da geht jetzt nur noch ganz wenig Hitze von aus. Und das ist jetzt so die Variante warm halten auf dem für Fondue oder sowas, ne? Schokoladenfondue, Käsefondue, sowas in der Richtung. Spannend wäre jetzt noch, funktioniert das auch mit dem regulären, mit dem regulären Torx. So, und was man hier jetzt noch mal ganz nett sehen kann, beim Torx ist halt dieser Jet-Effekt, ja, ich hoffe man sieht das, ist halt doch noch mal ausgeprägter als bei der Selbstbauvariante, auch wenn das bei der Selbstbauvariante Exemplare gibt, die das auch noch mal besser können, sage ich jetzt mal, habe ich auch schon so gesehen. Die Jets sind schon beim Torx, das ist halt Hightech in Anführungszeichen, Hochpräzisionswerkzeuge bei der Herstellung verwendet und so weiter und so fort, aber dafür kostet er halt Geld. Ne? Funktionieren tut beides und ein paar Sekunden längere Brennzeit meinetwegen mit dem Selbstbaukocher, das tut jetzt auch nicht weh für die allermeisten Leute, würde ich behaupten. So, Moment, wir machen den hier mal drauf, zack. Wenn man dann trifft, das ist halt auch so ein Thema. So, jetzt habe ich getroffen, die Jets sind noch an, die brennen jetzt einfach außen rum, aber, also das klappt so nicht. Das reicht nicht. Also wir verlieren vielleicht ein ganz kleines bisschen hier Heizleistung, aber nicht so viel, dass wir jetzt wirklich eine richtig kleine Flamme hätten. Wobei inzwischen, immer noch nicht. Der ist immer noch richtig gut heiß. Also da muss man schon. Das wären jetzt die Brennerexperimente gewesen und das Resultat dürfte nicht weiter überraschend sein. Also Fazit mal vorweggenommen sozusagen, ja, das klappt auch, ohne jeden Zweifel klappt das. Ist vielleicht nicht ganz so fancy, dafür mit viel mehr Herz selbstverständlich, als die ich kaufe mir das Ding einfach zusammen und gut ist Variante. Und mal abgesehen davon, dass es leichtere Windschütze gibt als den da, effizient ist der auf jeden Fall. Beim Gewicht her ist der Selbstbaukocher sogar noch leichter als ein Torx. Also das wäre sicherlich auch ein Vorteil. Und die Regulierbarkeit vom Selbstbaukocher ist auch besser als die vom Torx. Und übrigens auch so ein Ding, ich habe früher teilweise mal vermutet, so ein Selbstbaukocher sei instabil und würde halt schnell kaputt gehen.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe jetzt wirklich viel mit diesen Dosen rumgespielt. Die sind schon relativ stabil. Natürlich, wenn man die jetzt wirklich massiv mit Druck in den Rucksack quetscht und alles mögliche andere obendrauf quetscht, dann verbiegen die sich schon und der Torx bleibt dann vielleicht eher stabil. Aber mit dem würde ich das auch nicht machen wollen. Also bei halbwegs einigermaßen sorgvollen Umgang mit seiner Ausrüstung geht der nicht kaputt. Und selbst wenn, der ist auch schnell nochmal zu machen, ne? Also wenn man sich die selber hergestellt hat. Also wirklich, wirklich eine coole Sache, kann ich so empfehlen, gerade wenn man Spaß am Basteln hat. So, jetzt habe ich einen Haufen heißes Wasser. Jetzt möchte ich noch irgendwas damit anstellen. Ich habe hier mal mir organisiert ein Creme aux Oeufs, Custard Pudding, was immer das. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn man die deutsche Übersetzung hinten aufklappt, dann steht da sowas wie lyophilisiertes Präparat für Eiercreme mit Eiern, Orange und Zimt. So, und das mache ich mir jetzt einfach mal, was immer das genau ist. Das überlasse ich jetzt der Fantasie des Zuschauers. Das lässt sich bei einem französischen Sportdiscounter, also französischstämmig, den gibt es ja auch in Deutschland, käuflich erwerben. Ah ja, also die Gebrauchsanweisung sagt, ich soll die Extremitäten auseinanderziehen. Damit meint das wohl, dass ich hier unten, das klebt zusammen, dass ich das wohl aufreißen soll, damit die Tüte dann irgendwie breiter wird. Und dann sind da so Markierungs... das war wahrscheinlich schon wieder zu viel. Naja, mal gucken. Und dann sind da so Markierungsgedönsstreifen drin in der Tüte. Guckt da mal rein. Seht ihr? Da hat so Markierungsgedönsstreifen und hier steht hier wahrscheinlich bis zu wie viel ich auffüllen soll, bis 4. Okay, dann fülle ich da mal bis 4 auf. Ich bin nicht überfordert, ich weiß genau, was ich tue. So, das war jetzt bis 4. Guckt, na könnt ihr nicht. Guckt runter, dann geht. Ha! Tada! Und Technik, die begeistert. So, irgendwo habe ich, hier habe ich. Ich habe nämlich meinen Mikroschneebesen. Der ist auch schön leicht. Toll für den Outdoor-Einsatz. Ist tatsächlich einer meiner allerersten Ausrüstungsgegenstände, die ich mir jemals zugelegt habe. So, und rühren, rühren, rühren. Den habe ich zusammen mit einem Mikropfannenwender erworben. Also das ist gar nicht einfach, das. Also angenommen, ich hätte jetzt nur einen Löffel. Ich glaube, das ist ziemlich unmöglich, das mit einem Löffel klumpenfrei hinzukriegen. Selbst mit dem Schneebesen klappt das nicht wirklich. Ja, Orange-Zimt-Geschmack irgendwie. Riecht auch tatsächlich jetzt schon leicht orangig. Tatsächlich auch ein Hauch von Zimt. Feststellbar. Das, ich lese nochmal schnell nach. Soll ich das jetzt, hoppla, ja, das fliegt jetzt überall rum. Ja, Technik, die begeistert, ne? So, Moment. Mit Besteck umrühren und verspeisen. Oh, ja, also von wieder zumachen und abwarten steht hier nichts. Gut, dann, ja, das ist schon lecker. Zimt-orangig. Mhm. Also die Orangenkomponente ist einfach Orangenschale, wie man das aus der Weihnachtsbäckerei kennt. Doch, muss ich sagen, Zubereitungsaufwand hält sich in Grenzen. Soll auch mit kaltem Wasser gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, so steht es drauf. Gut, und jetzt? Nachdem wir uns ja schon bei den Kochern die Frage gestellt haben, kann man das nicht auch selber machen, stellen wir uns doch jetzt spaßeshalber, sowas ganz fiese Überleitung, ganz böse Kommerzgeschichte, mal vor, kann man nicht vielleicht das hier auch selber machen, weil Zutatenliste ist plus minus tatsächlich, Moment, Milchpulver, Eipulver, Zucker, ein bisschen Stärke, die Orangenschale und Zimt.
Und mehr steht hier zumindest mal nicht drauf, also auch frei von Konservierungsstoffen und so ein Zeug. Und da es diesen ganzen Kram in Pulverform ja sehr wohl auch sonst zu erwerben gibt, habe ich mal einfach meine Frau gefragt, ob sie das nicht selber machen kann. Und das Resultat wäre jetzt hier irgendwo in irgendeiner Art und Weise verlinkt, ob man das nicht auch selber machen kann. Ja? Also wer das interessant findet, der darf sich das gerne angucken. Und wer es nicht interessant findet, kann es trotzdem angucken. aber ich bin an der Stelle raus, bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.